Hallo meine Lieben, hier ist eure Jonanda. Letzter Tag im Jahr 2022 und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich mit der Energie für die achte Rauhnacht. Und die beginnt dann so mit dem Einbruch der Dunkelheit und geht bis in den nächsten Tag hinein ins neue Jahr 2023 und spiegelt sich in den August 2023 und ich wünsche uns allen an dieser Stelle schon mal einen guten Übergang. Ich werde euch auch gleich noch ein Dachgezwitscher reingeben, so als letztes Geschenk, jonandisches Geschenk der Kartenlegerei für dieses Jahr. Es ist unfassbar. Wir sind schon wieder ein ganzes Jahr gemeinsam gegangen und ich werde dann im nächsten Video nochmal ein paar gebührende Worte an euch richten. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Seht ihr, schaut mal, wie schön das Licht einfällt. Und ist es bei euch auch so, dass die wilde Jagd über den Himmel, über den Nachthimmel tobt? Und auch jetzt draußen ist es stürmisch und wir sind ja in den Rauhnächten und in den Rauhnächten jagt Odin mit der Frau Holle und ganz vielen Seelen über den Himmel. Und es das heißt ja, man soll die wilde Jagd nicht beobachten, sonst wird man mitgerissen. Das ist ja auch so ein Rauhnachtsbrauch, dass man die wilde Jagd einfach geschehen lassen soll und man kann den Göttern und Geistern eine Gabe hinauslegen, zum Beispiel in Form von Brot oder ein Stückchen Kuchen oder ich habe auch gehört Erbsen, ne? Oder ja, dann vielleicht ganz einfach nahrhafte Körner, ne? Erbsen oder Getreide. Oder man kann auch den Ahnen ein Räucherwerk anzünden oder einfach ein Lichtchen in die Tür stellen. Ja, ich bin noch ganz ergriffen. Ich habe nämlich gerade länger meditiert und mich von diesem Jahr verabschiedet und mich bedankt für all das, was mir gegeben wurde. Und ich war länger weg und jetzt muss ich erst mal wieder hierher zu uns zurückkommen. Und deswegen starten wir jetzt auch ganz einfach in diese Rauhnacht mit Erat Aliquando. Und schauen mal, welche Botschaft uns hier und jetzt zur Verfügung steht. Und ich freue mich natürlich auch, falls ich das jetzt gerade gar nicht erwähnt habe, wenn du neu dabei bist. Hier in unserer Community ist jeder herzlich willkommen, der halt mit uns was anfangen kann, ne? Und der sich gerne hier einreihen möchte. Und wie gesagt, ich bin ja gleich nochmal da mit einem Video. Da kann ich alles das noch sagen, was mir jetzt durch die Lappen gegangen ist sozusagen, gell? Ja, wir starten mit Erat Aliquando und schauen mal, welche Botschaft im Weltlichen jetzt für uns dargelassen wird. Wenn dir dieses Kartendeck gefällt, das ist von mir selbst, da findest du den Link zum Shop in der Infobox. Ihr da oben, zum letzten Mal in diesem Jahr, unfassbar. Naja, zum vorletzten Mal. Ich will ja noch ein Video drehen, gell? Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Welche Botschaft steht für unsere Community zur Verfügung? Also doch schon. Das flippt. Ja, so wird es sein. Es ist wieder die erste, die auch rausgefallen ist, die Sanduhr, und die steht für Mütterchen Zeit. Der Goldfisch. Wieder der Wolf. Unfassbar. Der ist doch jetzt schon in Folge, ist denn er zum dritten Mal schon da? Das Eichhörnchen und das Täubchen. Was hat uns das zu sagen? Mitten in der Reihe liegt der Wolf. Und der Wolf kann ja als Krafttier auch für eine Person stehen. Und ich gehe da immer total nach meinem Gefühl, wo in der Reihe, die da liegt, die Deutung anfängt. Die kann hinten anfangen, die kann vorne anfangen, die kann aber auch in der Mitte anfangen und dann gehe ich so nach Blickrichtung. Und der Wolf, der ja absolut polarisiert und auch ein absoluter Charaktertyp ist, das kannst jetzt natürlich du selbst sein, weil die Krafttiere, wie gesagt, immer für eine Person stehen können. Das kann aber auch jemand sein. Und dieser jemand strahlt genau dieses Wölfische aus. Das ist ein Mensch, der auf seinen Instinkt hört,
der lebt sein Leben auch oftmals so der Nase nach. Und der kann sehr wechselhaft sein, Licht wie Schatten. Im einen Moment ist er lichtvoll und schaut dich vielleicht aus eisblauen Augen mit einer Wahnsinnsausstrahlung an und im nächsten Moment fletscht er die Zähne und zieht die Lefzen hoch. Ne? Also das ist bei dem Wolf sehr wechselhaft. Der ist also absolut gefühlsorientiert und der kann, wenn er dem Mond zugewandt ist, ne, was ihr hier seht, sehr gefühlvoll sein. Der ist auch in der Lage, ganz tiefe Gefühle zu empfinden, kann aber auch sehr emotional werden und ins Dunkle kippen mit diesen Gefühlen. Und der kann sich auch sehr gut selbst kasteien. Das kriegt er auch hin. Ne? Und der ist also wirklich sehr, also der darf lernen, dass es an ihm liegt, was er draus macht. Und der ist sehr, also einem Wolf fällt es schwer, einen Kompromiss einzugehen oder einen Mittelweg zu gehen, weil der entweder Licht oder Schatten ist. Also diese Mitte in den Dingen zu finden oder das Gleichgewicht zu finden, das ist für den Wolf schwer. Letzten Endes hört er aber immer auf den Ruf seiner Seele. Also sein Verstand kann nicht den Ruf seiner Seele übertönen. Letzten Endes wird er auf seine Seele hören, in letzter Instanz. Also auch wenn er in der Lage ist, wirklich rational zu sein und sich von den Gefühlen wegzudrehen und ins Dunkel zu schauen. Also in letzter Instanz wird er seiner Seele folgen. Und deswegen ist es ein guter Anführer. Der Wolf ist eine starke Führungskraft. Was macht doch denn unser Wolf? Der schaut hier direkt in dieser Rauhnacht auf den Goldfisch. Und der Goldfisch steht auch für die Gefühlswelt. Oder der Goldfisch hat natürlich mehrere Bedeutungen. Ich hatte jetzt hier die Frage gestellt bekommen, warum der Goldfisch nicht Gold ist. Also eigentlich ist er Gold. Die Karten kommen hier in dem Video anders auch rüber, wie die tatsächlich sind. Also der hat hier natürlich dieses Orangegold, wie es die Goldfische haben. Der hat aber natürlich auch ganz viele Schattierungen und außerdem, das finde ich total genial, die Michi hat den halt ins Wasser getan. Der ist halt auch so ein bisschen verklärt, weil der im Wasser ist. Und diese Goldfische, diese Schleierschwänzchen, ne, die sind ja auch oftmals so meliert. Die sind ja nicht einfarbig. Und er zeigt halt einfach auch die Facetten der Gefühle. Außerdem ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch das lehrt der Goldfisch. Der Goldfisch steht ja auch für Reichtum. Und was das für ein Reichtum ist, das kommt jetzt auf den Wolf drauf an. Ja, ist es der Reichtum an Gefühlen oder ist er sehr materisch? Ich habe aber das Gefühl, dass es um die Gefühle geht. Ne? Weil wir haben hier in dem Rücken des Wolfs, will ich euch schon mal zeigen, zwei Kommunikationskarten drin liegen. Das Eichhörnchen, was ja auch zwei Seiten hat. Ne? Also Eichhörnchen und Wolf verstehen sich da sehr gut. Auch das Eichhörnchen kann sowohl sehr lichtvoll sein, es kann aber auch den Schatten rauskehren, wie der Wolf selbst eben auch. Aber hier geht es um eine Kommunikation, um eine Kontaktaufnahme. Und das ist so unserem Freund, dem Wolf, im Rücken. Natürlich kann es bei manch einem darum gehen, dass finanzielle Angelegenheiten zu klären sind, alles, was mit Reichtum zu tun hat. Aber ich habe das Gefühl, bei den meisten geht es hier um die Gefühle selbst. Und eben darum, dass der Wolf, so rum ist es richtig, der schaut nämlich genau drauf, sich mit der Sanduhr die Zeit nimmt, auf seine Gefühle zu schauen. Es kann sein, dass in der heutigen Rauhnacht oder eben dann auch im August 23 der Wolf dem Mond zugewandt ist und sich auch mit seinen Gefühlen konfrontiert. Es ist natürlich an ihm, was er draus macht. Jetzt guckt euch mal an, wie der Schatten hier schon wieder drauf fällt. Also das ist ja echt krass, was ist das? Also hier, ach, das ist ja ein Ding. Das war ja gerade noch nett. Ne? Also es kann ja auch sein, dass er traurig ist. Also das Fischchen wird hier gerade eindeutig beschattet. Es kann hier tatsächlich auch sein, dass er traurig ist. Das kommt mir gerade so rein. Er schaut hier auf die Gefühle. Da ist eine Trauer. Aber schaut mal, die löst sich wieder auf. Dieser Schatten wird wieder verschwinden. Und er lernt vielleicht auch gerade, dass alles seine Zeit hat. Freud und Leid und das Licht und auch die Traurigkeit. Mütterchen Zeit ist immer diejenige, die den Menschen und den Dingen halt eben die Zeit schenkt zu heilen.
Die Zeit selbst heilt keine Wunden, aber sie gibt die Gelegenheit, dass du dich selbst heilen kannst, und zwar solange du brauchst, weil Zeit relativ ist. Und deswegen kann es sein, dass der Wolf da auch gerade in einem ganz starken Prozess ist. Wer ist der Wolf? Die Frage haben wir uns ja gestern schon gestellt. Bist du das oder ist das jemand? Wer ist der Wolf? Und er hat ja auf jeden Fall im Rücken die Kommunikation liegen. Und da die Taube auch den Frieden bringt, geht es hier, glaube ich, wirklich um eine friedvolle Kontaktaufnahme. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das Eichhörnchen in diesem Fall für den Schatten steht, sondern eher, dass der Wolf in einem Prozess ist, in einem Gefühlsklärungsprozess. Und hier liegt ganz einfach auch eine Kommunikation, also die Nachricht zu ihrer Zeit. Also es wird wieder eine Zeit der Nachrichten geben, weil eben alles dem ständigen Wandel unterlegen ist, so wie auch das Jahr. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass diese Botschaft am letzten Tag des Jahres uns vielleicht auch daran erinnert. Wir lassen es einfach mal so stehen und schauen mal, was drüber steht mit Tarot, dem Forest of Enchantment bei Lunea Weatherstone. Fangen wir doch mal hinten an. Ich habe die jetzt hier so, mal sehen, ob ihr das vielleicht so ein bisschen besser seht. So sind sie jetzt gefallen, eines aufgedeckt, und das ist hier der König der Schwerter. Das ist eindeutig, also, ne? Das ist er, unser Wolf. Hier denkt jemand nach, und ich muss doch ein bisschen so machen. So ist besser. Kann ich es besser in die Kamera halten? Der König der Schwerter ist das Feuer der Luft. Die Könige stehen immer für das Element Feuer und die Schwerter stehen für Luft. Das heißt, der hat seine ganze Kraft, seine Leidenschaft in den Gedanken liegen. Das ist ein Denker. Und genau so hat Lunea Weatherstone den hier auch dargestellt. Der sitzt da und denkt. Das ist jemand, der eher langsam ins Handeln kommt. Der denkt ausführlich über etwas nach. Vielleicht denkt er ja hier über Kommunikation nach, ne? Über Kontaktaufnahme. Das Eichhörnchen steht auch für Verbindung. Und er schaut hier auf seine Gefühle. Nur weil er denkt oder auch dazu neigt, mit dem Kopf zu lieben, heißt es nicht, dass er nicht lieben kann oder keine Gefühle hat. Aus der Wolfsenergie heraus kann er halt sehr rational sein. Aber wir haben ja gelernt, in letzter Instanz folgt er seiner Seele. In letzter Instanz wird er der Seele folgen. Und so sitzt er da und überdenkt die Dinge. Aber man sieht hier auch die Weisheit. Also er weiß sehr viel. Ob er das alles preisgibt, das weiß man nicht. Aber er ist hier in diesem Deck als alter Weiser dargestellt, mit einer guten Erdung und mit einem Rückgrat vor allen Dingen. Also der hat halt auch ein Rückgrat. Der ist hier an einen uralten Baum angelehnt. Also sein Rücken wird gestärkt. Er hat ein starkes Kreuz, kann man so sagen. Und er schaut hier tatsächlich auf den Versuch. Das ist ja auch eine Karte, die uns die ganze Zeit schon so ein bisschen begleitet. Child of Spells. Das ist der Bube der Stäbe. Und der Bube der Stäbe probiert halt was aus. Der ist noch neu auf dem Gebiet. Ne? Also vielleicht denkt er hier der alte, weise König, der alte Isegrim, darüber nach, mal sich auf was völlig Neues einzulassen. Natürlich weiß er nicht, was draus wird. Ja? Wenn er jetzt was ausprobiert, kriegt dann das Häschen hier ein Ringelschwänzchen oder hat er es dann kaputt gemacht. Ne? Darüber denkt er nach. Also bevor er in eine Aktion geht, wird er reiflich darüber nachdenken. Ich finde das Wort reiflich hier sehr passend. Und die Buben, oder die werden ja auch oft als Kinder dargestellt, die stehen ja für Impulse. Auch dafür, dass man klein anfängt. Das ist halt so ein Versuch. Also kommt mir hier wirklich so rein, dass er eventuell darüber nachdenkt, sich hier auf was Neues einzulassen. Nämlich mit dem König der Kelche. Er denkt hier vielleicht wirklich darüber nach, Gefühle zuzulassen. Und genau das, wir haben zwei Fische, die harmonieren einfach wunderbar miteinander. Also dieser Wolf, ja, der hier auf die Fische schaut, auf den Fisch, auf
ja, eigentlich sind es Fische, ne? Es sind ja zwei. Der hier gleichzeitig auch als König der Kelche, König der Kelche, doch, er liegt auch als König der Kelche drin. Keeper of Spells. Und das hier, genau, das ist der Keeper of Challenges. Also hier treffen zwei aufeinander. Der rationale König, Keeper of Challenges, der König der Schwerter. Und hier der König im Gefühl. Also er überlegt hier wirklich, ob er sich auf Gefühle einlässt, ob er es einfach mal ausprobiert, auch wenn er nicht weiß, was draus wird. Aus dem Häschen. Ne? Kriegt es ein Schnäuzchen oder ein Ringelschwänzchen, hier so ein Schwein, so eine Steckdosennase oder was? Das weiß er nicht. Aber eins ist Fakt. Die beiden hier, die reflektieren sich, die schauen sich nämlich an. Und es geht hier wirklich darum, dass er hier die Gefühle anschaut. Da lag ich eben also richtig, weil der König der Kelche, der steht auf jeden Fall für die Welt der Gefühle. Deswegen wird in den wenigsten Fällen hier der Goldfisch für Finanzen stehen oder für Reichtum im Irdischen. Ne? Das ist einfach, also die Indizien sprechen dagegen. Die Zeit steht hier auch dafür, dass er sich die Zeit nimmt, die er braucht und dass es auch etwas länger dauern kann bei ihm. Also auch diese beiden Karten, da könnte man meinen, die gehören zusammen. Ne? Echt krass, also allein die Farben. Ja, und er denkt hier über Kommunikation nach. Vielleicht überlegt er auch, ob er aussprechen sollte mit dem Hörnchen, mit dem Eichhörnchen, was er fühlt. Er denkt hier über eine Kontaktaufnahme nach. Ins Gefühl zu gehen, Gefühle zuzulassen, sein Herz zu zeigen. Ja, also mit Keeper of Visions will er vielleicht hier auch den Gefühlen auf den Grund gehen. Ne? Also zumindest macht er sich Gedanken drüber. Schauen wir mal, was die Engel und Ahnen uns da drüber stellen. Denkt dran, auch im August 23 kann diese Botschaft von Tragweite sein. Die höchste Instanz. Nee, sonst wäre es rausgefallen. Die höchste Instanz über dieser Legung. Und da zeigt sich der Krieger. Sei furchtlos und standhaft. Und das ist eine Ansage für den König selbst. Hab keine Angst vor deinen Gefühlen. Na, also die Kraft des Kriegers steht ihm hier zur Seite. Du darfst jetzt für dich klären, ob du das bist. Na, also auch wenn du weiblich bist. Wir haben ja gesagt, als Zuschauer liegt man immer in der weiblichen Energie, in der Energie der Dame oder Königinnen. Auch wenn man männlich ist, aber es gilt natürlich auch andersrum. Du kannst natürlich auch als König drin liegen oder als männliche Energie, auch wenn du weiblich bist. Für dich gilt jetzt einfach zu klären, bist du das oder ist das jemand, der in deinem Leben eine wichtige Rolle spielt? Das kann natürlich auch ein Herzensmensch sein. Oder handelt es sich hier, ups, was war das? Ja, Mann, ich leg's ja hin. Oder handelt es sich hier um eine Spiegelung? Das kannst nur du selbst dir beantworten. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Und zwar liegt folgende Rune auf dieser Person, und ich habe sie auch schon, die Tiwas, die Rune des Wolfs. Also da haben wir nochmal den Wolf verdoppelt, der Wolf selbst. Was ist zielführend für den Wolf? Die Tiwas ist das Ziel. Das ist der Pfeil. Das ist auch die Rune, die sagt, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich erinnere an Wilhelm Tell, die Sache mit dem Apfel. Ne? Also du musst ganz klar einen Fokus haben, was du willst und dich so ausrichten, dann schaffst du es auch. Es ist auch eine Erinnerung daran, rücksichtslos zu sein, aber nicht im Sinne des Schattens, dass man hier völlig eiskalt sein Ding durchzieht, sondern im Sinne von nach vorne zu schauen und nicht zurück. Man soll weitergehen. Man soll sich hier bewegen. Kann auch sein, wenn der Wolf tatsächlich in einem tiefen Tal ist, in einem Dunkelwald, dass er auf jeden Fall weiterläuft. Er darf nicht stehen bleiben, weil sonst verliert er sich in der Schattenwelt. Ne? Also, aber der Wolf, der bleibt nicht stehen. Der wird wandern. Ne? Der wird wandern. Also auf jeden Fall geht es hier um die Zielführung. Und wir haben auch nochmal einen Hinweis auf die Zeit, weil die Tiwas kann auch ein Uhrzeiger sein. Ne?
alles zu seiner Zeit. Und ich, meine lieben Schatzis, wünsche euch einen wunderschönen Ausklang im Jahr 2022 und einen sanften Übergang ins Jahr 2023. Ich bedanke mich aus ganzem Herzen bei allen, die mich bis hierher begleitet haben und die mir erhalten bleiben. Ihr seid ganz und gar zauberhaft. Und ich lasse alles los, was mich loslässt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe für die nächsten Stunden. Ich meine, morgen hören wir uns wieder, weil morgen kriegt ihr auf jeden Fall den allerersten Feenring für ganz persönlich, für dich ganz persönlich sozusagen, also fürs Kollektiv ganz persönlich, im neuen Jahr. Da wollen wir erst mal gucken, wo die Reise hingeht. Da sind wir ja viel zu neugierig, um das zu lassen, gell? Also bis dahin, und ich komme jetzt gleich nochmal rein mit einem Dachgezwitscher. Dicken Kuss, lasst mir gerne ein Abo da. Bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.